Sehr wahrscheinlich haben wir am Freitag einen Paradigmenwechsel gesehen, denn was hat bisher gegolten? Tech ist Trumpf, alle rein in Tech, künstliche Intelligenz, hurra. Wir kennen diese Blasenbildung, die da passiert ist. Die Tech-Aktien sind massiv gestiegen, andere sind nicht gestiegen. Der Dow Jones etwa, der war bis letzte Woche sogar noch negativ seit Jahresbeginn. Also eine totale Divergenz. Und am Freitag haben wir Folgendes gesehen. Wir haben gesehen, dass der Nasdaq 100 der schwächste Index war mit einem Anstieg von in Anführungszeichen nur 0,7%. Wir haben den Dow Jones über 2% im Minus. Aber vor allem, wenn Sie unten mal schauen, wir haben den Russell 2000, diesen Nebenwerteindex, über 3,5% im Plus. Also Dow Jones und Russell waren die zwei Indizes, die am schlechtesten gelaufen waren, und da kann man schon sehen, dass die Wall Street etwas tut, was sie öfter mal gerne tut. Alle rein in bestimmte Bereiche, alle raus aus bestimmten Bereichen, und das meistens zur gleichen Zeit. Dementsprechend denke ich, dass wir jetzt den Beginn einer Normalisierung vielleicht sehen werden in diesem ganzen Spektrum, dass also vorher alle in Tech gegangen sind und das jetzt ein bisschen rückabgewirkelt wird, dass jene Sektoren, vor allem die schlecht gelaufen sind, jetzt bald besser laufen dürften. Hier sehen wir nochmal diese Rallye am Freitag. Zweithöchstes Call-Volumen ever. Das heißt, da wurden 1,6 Millionen Kontrakte gehandelt mit der Wette auf steigende Märkte. Das gab es zuletzt am 13.10.2022 mit dem bisherigen Rekord von 1,7 Millionen. Also gestern am Freitag 1,6 Millionen. Damals war die CPI, also die Inflation, geringer ausgefallen als erwartet. Ja, alle sind total bärisch, deswegen steigen die Märkte. Das sehen wir zum Beispiel am Put-Call-Ratio. Das ist so niedrig wie seit März 2022 nicht mehr. Das heißt, wenig Puts, viel Calls. Niemand will sich absichern. Niemand hat das Bedürfnis, sich abzusichern. Dementsprechend sind diese Puts derzeit so günstig. Und wenn wir nochmal zurückschauen, was war eigentlich der Grund für diese Rallye? Vielleicht zwei Faktoren. Erstens, die Chinesen haben gesagt, wir wollen den Immobiliensektor stützen in irgendeiner Form. Wie genau, ist noch nicht klar. Und zweitens, die US-Arbeitsmarktdaten, die man so ein bisschen als Goldilocks-Szenario empfunden hat. Die waren zwar das 14. Mal in Folge viel besser als erwartet, mit 339.000 Stellen statt 195 erwartet, aber die Stundenlöhne waren im Vergleich zum Vorjahresmonat nur um 4,3% gestiegen statt um 4,4%. Der Anstieg der Löhne zum Vormonat war wie erwartet. However, es hat man sich gesagt, naja, okay, die Fed hat doch irgendwie signalisiert, im Juni die Zinsen nicht anzuheben, also ist doch ein starker Arbeitsmarkt ganz gut, wenn auch vor allem die Stundenlöhne nicht heißer reinkommen als erwartet, weil wir dann ein Soft Landing oder gar kein Landing bekommen. Aber je genauer wir uns die Daten anschauen, umso mehr Zweifel sind hier angebracht. Erstens sehen wir, dass wundersamerweise trotz der deutlich besseren Zahl neuer Stellen die Arbeitslosenquote von 3,4 auf 3,7% gestiegen ist. 0,3%. Das ist in diesen Kategorien schon eine echte Hausnummer. Und dann vor allem dieser Household Survey, also es gibt ja zwei Umfragen, einmal werden Firmen direkt befragt, andererseits werden über eine Telefonumfrage Haushalte befragt, und laut Haushalten oder bei den Haushalten kam heraus, es sind 310.000 Stellen weggefallen. Also das ist mit die größte Differenz, die wir jeweils hatten zwischen diesen beiden Umfragen, die dann letztendlich hier erhoben werden. Wir sehen, dass das Burst Death Model, also diese fragwürdigen Dinge, die seitens hier der Statistiker angelegt wird, allein 231.000 Stellen hier hinzugefügt hat. Und hier sehen wir auch im Household Survey, also der Umfrage unter den Haushalten, dass Non-Temporary Layoffs, also praktisch dauerhafte Entlassungen, um 25% gestiegen ist. Das ist ein Warnsignal in Sachen Rezession. Wir sehen auch, die Arbeitszeiten sind immer weiter nach unten gegangen. Das sind Vorstufen von Entlassungen. Wenn du deine Arbeitnehmer teilweise nicht mehr richtig beschäftigen kannst, dann arbeiten sie weniger. Weniger Stunden. Also das ist in der Summe eine etwas schwierige Geschichte, diese Arbeitsmarktdaten. Jedenfalls auch für die Fed wohl etwas schwierig. Wie Nick Timiraos, der Fed-Flüsterer sozusagen, hier sagt, es ist noch nicht sicher, wie die ganze Geschichte jetzt im Juni ausgeht in Sachen Zinsen. Lawrence Summers
der ehemalige Finanzminister der USA, sehr, sehr einflussreich, sagt, ja, wenn die Fed jetzt die Zinsen im Juni nicht anhebt, dann müsste sie sie wahrscheinlich im Juli um 0,5% anheben. Hier sehen wir links mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen unverändert bleiben. Jetzt aktuell bei 78%. Aber wir bekommen noch einen Inflationsreport, der die ganze Geschichte dann vielleicht nochmal drehen wird. Ja, insgesamt eine seltsame Situation. Wir sind jetzt beim S&P 500, den Leitindex in den USA, genau da, wo wir waren, als die Fed das erste Mal die Zinsen angehoben hat. Das heißt, wir sind jetzt über 5% Zinsen und der Aktienmarkt steht da, wo er gestanden ist, als wir noch 0% der Zinsen hatten. Das ist kaum zu erklären, Geld wird teurer. Wir sehen, dass der Nasdaq jetzt gestiegen ist, obwohl hier diese invertierte Kurve der Juli-Zinserwartung weiter praktisch signalisiert, dass die Zinsen noch nicht zu Ende sind, dass der Anstieg noch etwas weitergeht, dass also praktisch jetzt nicht die Fed die Zinsen senkt und aber auch nicht jetzt gleich lässt, sondern vielleicht im Juni skippt, also praktisch auslässt und im Juli dann die Zinsen anhebt. Aber wir haben heute oder haben jetzt den Economic Surprise Index für die USA deutlich nach oben gegangen. Das ist also praktisch so, dass die Daten immer besser werden. Die Märkte sind gestiegen. Wenn Märkte steigen, entsteht Nachfrage. Inflation ist auch das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Also wie die Fed aus diesem Dilemma rauskommen soll, da würde ich an ihrer Stelle vielleicht doch jetzt im Juni mal zuschlagen. Aber wie gesagt, die Arbeitsmarkt, die Inflationsdaten kommen. Auch heute kommt ASM-Dienstleistungen um 16 Uhr. Das wird auch wichtig. Aber hier sehen wir mal die verschiedenen Sektoren oben in dieser Grafik in der letzten Woche, alle im Plus, aber vor allem sind solche Sektoren im Plus jetzt wie Materials, die vorher gelitten hatten, selbst Healthcare ist im Plus mit 2%, dazu gleich mehr, also das gesamte Gesundheits, alles was zur Gesundheit dazu gehört. Wir sehen das Verhältnis zwischen Nasdaq, den Tech-Werten und dem Russell 2000, das ja auf einem Allzeithoch war, ist jetzt ein bisschen zurückgeschnappt. Wir hatten vorhin gesehen, der Russell deutlich stärker zugelegt als der Nasdaq am Freitag. Und wie Goldman gesagt hat, es gibt nur ein Game in Town, das waren bisher die Tech-Werte. Eben die Metas, die Apples, die Nvidias, die Amazons, wie sie alle heißen. Und wenn wir jetzt mal sehen, ohne diese, ganz insgesamt ist der S&P 12% im Plus, würde man diese großen Aktien, Tech-Aktien mal weglassen, dann würde nicht viel übrig bleiben, denn die sorgen für 86% des Anstiegs. Wenn wir allerdings mal diese ganzen KI-Aktien weglassen, dann wäre der S&P 500 unverändert, kaum vorstellbar. Wir haben ja kürzlich gesehen, dass jetzt so viel Geld geflossen ist in Tech, wie die Daten der Bank of America zeigen, wie noch nie. Wir haben es hier mit einer, wie Art Cashin, der Veteran der Märkte sagt, mit einer Mini-Dotcom-Bubble zu tun. Naja, ob sie so mini ist, wir sehen, dass der Nasdaq über 20% über seinem 200-Tages-Durchschnitt gestiegen ist. Bollinger über das Bollinger-Band, RSI ist über 70 jetzt, die zweite Woche in Folge. Also boah, das ist schon sehr, sehr überdehnt und dementsprechend würde es nicht wundern und wundert es nicht, dass am Freitag die Dinge sich hier schon ein bisschen zu verändern beginnen, denn diese Large Caps, zu denen ja eine Apple und Konsorten gehören, haben ein Kursgewinnverhältnis von 18,6 durchschnittlich, die mittelgroßen US-Aktien 13,3 und die Small Caps 13,2. Die Small Caps, die kleinen Aktien, sind gefallen, weil eine Rezession als sicher galt. Das ist jetzt nach wie vor nicht klar. Kommt die Rezession? Haben wir vielleicht schon eine? Jedenfalls ist dieses Gap zwischen den großen Aktien und den anderen Aktien so groß wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Und normalerweise ist es so, vielleicht haben wir ja schon jetzt gesehen, diese Rotation rein in Value, ein bisschen raus aus Tech, rein in Value haben wir vielleicht gesehen, weil die Realrediten jetzt weniger negativ werden, sondern langsam positiver werden. Normal ist das gut, dann für Value-Aktien, die dann am besten performen. Hier sehen wir mal zum Beispiel den Gesundheitssektor unten in dieser Grafik, also Healthcare. Das ist mit die größte Abweichung in Relation zum S&P 500, die wir jemals gesehen haben. Das heißt, Healthcare-Werte sind im Vergleich zum S&P 500 extrem günstig. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema, nämlich Liquidität. Dieser Schuldendeal ist jetzt endlich unter Dach und Fach. Es war das übliche, lang sich hinziehende Theater. Hier sehen wir, dass dann wahrscheinlich 2030 die Schulden der Amerikaner
dann schon in Richtung 50 Billionen Dollar liegen könnten. Wir sehen aber, dass natürlich jetzt in kurzer Zeit sehr viel Geld aufgenommen werden muss. Das Konto von Janet Yellen, das Konto des Finanzministeriums, das muss gefüllt werden. Faktisch war es ja so, dass hier das Geld ausgegeben wurde, keine neuen Schulden gemacht werden konnten. Dadurch, dass keine neuen Schulden gemacht werden konnten seitens der USA wegen der Schuldenobergrenze, ist dieses Geld im System geblieben, wurde nicht abgesaugt durch eben neue Schulden der USA über Anleihen. Jemand muss diese Anleihen kaufen und genau das ist jetzt in den nächsten Wochen der Fall. 500 Milliarden Dollar alleine jetzt im Juni werden an Anleihen emittiert. Insgesamt so 1,7 Billionen Dollar in den nächsten Wochen und Monaten. Und hier sagt Diego Fastnacht, das wird der größte Kapital- und Liquiditätsentzug für die Kapitalmärkte in den USA und Europa seit einer sehr, sehr langen Zeit. Denn auch in Europa müssen die Banken diese Telcos zurückzahlen. Also das wird sozusagen ein echter Punkt hier, etwa 450 Milliarden Dollar. Das dürfte für Volatilität sorgen und normalerweise ist eben dann diese Wiederauffüllung dieses Kontos hier von Janet Yellen vom US-Finanzministerium, das passiert über die Bankreserven, bisher war es zumindest so. Das heißt, hier würden dann die Bankreserven fallen, weil dieses Geld dann reingeht in diese Auffüllung des Kontos von dem US-Finanzministerium. Also es droht Liquiditätsentzug, wie Diego Fastnacht sagt, vor allem in der zweiten Hälfte. Und jetzt haben wir auch neue Daten zu den Bankeinlagen bekommen am Freitag. Wir haben ja gesehen, dass weiter sehr viel Geld in Geldmarktfonds fließt. Wir haben gesehen, dass die Fed-Bilanz weiter schrumpft, 50 Milliarden Dollar letzte Woche geschrumpft. Und wir sehen, dass die Fed ein Spielchen treibt zwischen den nicht saisonal angepassten und saisonal angepassten Bankeinlagen. Seasonal Adjustment sind angeblich 102 Milliarden Dollar reingeflossen in die Bankkonten, aber nicht seasonal adjusted sind 286 rausgeflossen. Also diese saisonalen Anpassungen, welches Kriterium genau wird da angelegt, wie wird das berechnet, das möchte man gerne wissen. Das ist letztendlich Augenwischerei, man sollte nicht Seasonal Adjustment beachten und hier sehen wir diese Riesendifferenz. Es geht also weiter, das Geld fließt in diese Geldmarktfonds hinein. Und wir haben jetzt ja übers Wochenende OPEC-Kürzungen bleiben bestehen, die Saudis kürzen nochmal ein bisschen obendrauf, aber warum ist das? Das ist, wie Diego Fastnacht hier zeigt, vor allem deshalb, weil ja die Industrie, der Industriesektor bereits in einer Rezession ist, nicht aber der Dienstleistungssektor, aber der Industriesektor, der braucht eben viel Öl, da ist die Nachfrage gering, weil es diesem Sektor nicht gut geht, dementsprechend reagieren jetzt praktisch die Ölstaaten mit Förderkürzungen, ein Beweis, ein Beleg dafür, wie schwach eigentlich die Konjunktur ist. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Hinweise, die ich Ihnen geben möchte. S&P, wie geht es jetzt weiter nach dem Schuldenstreit? Neue Höchststände trotz Rezessionssignalen. Was ist das große Bild? Wenn Sie da wirklich wissen wollen, was jetzt hier gespielt wird, dann ist dieser Artikel zu empfehlen. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung. Die BRIC-Staaten arbeiten weiter an dieser gemeinsamen Währung, um Schutz vor US-Sanktionen oder Sanktionen des Westens zu haben. Also diese Entkoppelung zwischen dem Westen und anderen Teilen geht weiter. Diese beiden Artikel würde ich empfehlen. Und so geht es jetzt einmal. Servus und ciao.